Herr Wüstenhagen, wir diskutieren heute auf der Energiekonferenz in der Heinrich-Böll-Stiftung darüber, wie die Energiewende auf europäischer Ebene gedacht und konzipiert werden kann. Die Schweiz plant ja ihren Atomausstieg für das Jahr 2035. Könnte das nicht auch früher gelingen? Die Schweiz hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie Deutschland, indem man nach Fukushima gesagt hat, wir haben gesehen, was für ein Risiko in der Nukleartechnologie steckt. Wir haben gesehen, was das auch für die Kosten der zukünftigen Stromversorgung bedeutet und auch für die gesellschaftliche Akzeptanz. Und man hat deswegen beschlossen, sich mittelfristig von der Atomenergie zu verabschieden. Nun muss man sehen, dass die Schweiz mit 40% Atomstrom etwa den doppelten Anteil dessen hat, was Deutschland vor Fukushima hatte. Das ist vielleicht schon eine erste Erklärung dafür, warum es auch etwas länger dauert, das zu überwinden. Eine zweite Erklärung ist, dass es eine direkte Demokratie gibt in der Schweiz. Also alles, was geschieht, kann auch immer wieder vom Volk rückgängig gemacht werden. Das hat Vorteile, weil man dann tatsächlich eben davon ausgehen kann, dass was beschlossen wird, auch wirklich breit akzeptiert ist. Das dauert manchmal aber auch etwas länger. Wie wird die deutsche Energiewende in der Schweiz aufgenommen? Und wie wirkt sie sich auf den Schweizer Strommarkt aus? Also gesellschaftlich sieht man, dass die Schweiz und Deutschland sich in energiepolitischen Fragen im Moment in eine ähnliche Richtung bewegen. Deutschland hat natürlich schon ein paar Jahre mehr Erfahrung, jetzt gerade was die Einspeisevergütung, das ganze EEG anbelangt. Da schaut man halb bewundernd, halb manchmal auch ein bisschen staunend nach Deutschland, wo man halt sieht, was gerade beispielsweise im Bereich der Förderung der Solarenergie, was das auch für Mittel bedeutet, die da umgelagert werden, und sucht insofern in der Schweiz nach Wegen, wie man die Kosten in einem vertretbaren Rahmen halten kann. Wobei man natürlich auch sehen kann, dass die Kosten inzwischen so stark gesunken sind, dass man nicht mehr die gleiche Situation, nicht mehr den gleichen Förderungsbedarf hat, den Deutschland in den vergangenen Jahren hatte. Was die Auswirkungen auf den Strommarkt anbelangt, so hat die Veränderung, die man in Deutschland beobachtet, natürlich gravierende Auswirkungen gerade auf die im internationalen Stromhandel tätigen Schweizer Energieversorger. Deren bisheriges Geschäftsmodell, nachts günstigen Atomstrom aus Frankreich zu kaufen und den tagsüber um die Mittagszeit mit guter Rendite nach Deutschland zu verkaufen, funktioniert seit einigen Jahren nicht mehr. Das hat sich im Prinzip in wenigen Jahren, eigentlich in den letzten 5 Jahren, so verändert, dass jetzt aufgrund des vielen Solarstroms in Deutschland um die Mittagszeit diese Mittagsspitze bei den Strompreisen eigentlich erodiert ist. Insofern bereitet das den Energieversorgern, gerade denen, die im internationalen Handel sind, Kopfzerbrechen. Man sucht nach neuen Geschäftsmodellen, wird die wahrscheinlich finden, indem natürlich auch im zukünftigen Strommarkt Speicher gefragt sind. Es sind einfach andere Handelsmuster, die sich abzeichnen. Man wird vermutlich nicht mehr um die Mittagszeit das große Geld verdienen, sondern vielleicht eher nach Renditechancen suchen müssen am Morgen und am Abend oder vielleicht auch bei den saisonalen Speichern. Wie steht es um die Transformation des europäischen Energiemarktes? Ich sehe für die Zukunft der europäischen Energiepolitik zwei sehr unterschiedliche Visionen, die beide gleichzeitig bestehen. Es gibt einerseits einen Top-Down-Ansatz, der eigentlich nach einem Masterplan auf europäischer Ebene verlangt, die Vision von Supergrids und Desertec, dass man wirklich in einem sehr koordinierten Vorgehen vom Norden bis zum Süden quasi diesen Ausbau erneuerbarer Energien gemeinsam angeht. Das hätte sicher gewisse Vorteile. Man kann Ressourcen vielleicht effizienter nutzen. Es hat aber auch Herausforderungen, diese Koordinationsleistung zu erbringen, wie wir nicht zuletzt auch im Währungsbereich im Moment sehen. Also wenn man sich anschaut, wie herausfordernd es geworden ist, den Euro zu stabilisieren, dann muss man sich vielleicht fragen, wie ein ähnlich groß angelegtes Projekt im Energiebereich, wie große Erfolgschancen es hätte. Auf der anderen Seite gibt es diese Bottom-up-Ansätze. Es gibt Gemeinden, Bundesländer, Städte, die sich einfach mehr oder weniger autonom auch auf den Weg gemacht haben in Richtung erneuerbare Energien. Daraus erwächst ein gewisses kreatives Chaos, was natürlich, wenn man in Brüssel sitzt und Energiekommissar der Europäischen Union ist, Kopfschütteln auslöst, was aber auf der anderen Seite vielleicht für so einen gravierenden technologischen Umbruch, wie wir ihn hier vor uns haben, möglicherweise einfach Teil des Spiels ist. Also dieses kreative
teilweise auch unkoordinierte Vorgehen, was wir sehen, hat natürlich auch positive Aspekte. Es ist lokal sehr stark verankert. Es hat dadurch vielleicht auch, bringt es vielleicht mehr Akzeptanz hervor als etwas, was jetzt aus Brüssel aufoktroyiert würde. Und es mobilisiert auch ein sehr breites Spektrum von Akteuren, nicht zuletzt auch im Bereich der Investitionen in erneuerbare Energien. Wenn Hausbesitzer, Landwirte und andere plötzlich selbst das Heft in die Hand nehmen, dann setzt das Kapital frei, was vielleicht die großen Energieversorger im Moment nicht in dem Maß zur Verfügung haben.